So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Guild Wars 2, die Legende eines Chars. Wir sind wieder vor dem brennenden Tor. Ich habe 6 Leute, wie ihr seht. Nachdem ja leider gestern am Ende noch das Game abgestürzt ist, musste ich natürlich bis hierher wieder spielen. Das heißt, alles was hinter dem Tor ist, haben wir natürlich noch nicht angegriffen. Ja, und ich würde sagen, let's go! Unsere Verteidigung! Unsere Verteidigung wurde durchbrochen! Na, dann komm mal her. Na. Zack, 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 zack. Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Wir haben 2 verloren. Das ist uncool. Immun gegen Nahkampf. Nahkampf, also Distanz. Distanz. Wir müssen auf Distanz. Ihr bleibt mal auf Distanz einfach. Komplett. Das wäre, glaube ich, ein bisschen am sinnvollsten. Ja, das sind, glaube ich, unten. Das erklärt, wie Balthasar in der Lage ist, so viele Truppen und Kriegsmaschinen so weit im Süden zu unterhalten. Da oben auf dem Laufsteg ist das Portal. Jetzt muss ich nur noch irgendwie drankommen. Ihr könnt nicht entkommen! So. Adrenalin steigt an! Zack. Heftiger Beschuss! So. Zack, zack, zack. Zu allem bereit! Let's go! So. Zack, zack. Zack, 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 zack. So geht das! Zack. Sind jetzt wieder, genau, das dachte ich mir, dass wieder, wieder welche hinten beim Dings angekettet sein werden. Gehe ich mal davon aus, zumindest. Ne, ja. Ihr 2 mitkommen. Geht ja nicht, dass wir hier verdrischt. Ist auch geil, verdrischt. Okay. Ich brauche auf jeden Fall so viele Leute, wie ich kriegen kann. Denn ansonsten kann es passieren, dass ich hier echt untergehe. Irgendwo da hinten müsste das Portal, glaube ich, sein. Ich kann aber unten, glaube ich, auch erstmal lang gehen. Könnt uns nicht alle aufhalten. Wir können es aber versuchen. Wie wäre es damit? Wir können es versuchen. Ich glaube oben rum.
Adrenalin steigt so. Genau, dachte ich mir. Hihihihi. Alter! Ernsthaft? Was habt ihr hier? Kleinvieh angemeldet? Spürt das Adrenalin! Da wollte ich kleine Überraschungsangriff machen, weißt du? Ihr könnt nicht entkommen! Also weg. Hopp. Ihr verliert! Da ist das Portal, was wir brauchen. In der Hinsicht. Ihr könnt nicht entkommen. Zack. Ja, Fernkampf. Zack, zack. So. Zack, 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 zack. Macht sie nieder. Keine Ahnung, was das soll, aber hey. Zack. Zack, 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 zack. Adrenalin aufgefüllt. Zack. Beschützt das Portal. Zack, 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 zack. Erstmal das. Erstmal den Geschmiedeten hier loswerden. Macht sie nieder! Mein Bein! Zack, zack, zack. Heftiger Beschuss! Nein! Scheiße! Da war ich zu voreilig. Aber macht nichts, dann, so kann ich wenigstens noch ein paar Rekruten hier wieder aufsammeln. Komm. So, so. Paar Rekruten wieder sammeln. Yeah. Oh, die scheinen nicht zu respawnen. Das ist schon mal gut zu wissen. Sie dahingehend nicht respawnen. Gegner. Kommt Leute. Zu mir. Okay, den einen, den muss ich hier. So. Alles klar. Und zu mir.
Und den da auf Distanz. Beziehungsweise da auch einer hin. Boom. 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 Alle zu mir. Den da, auf Distanz. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, zack und zack. Okay, und ballern. Als ob. Leute, gib ihn. Möglich. Das sollte Ogun an Bord bringen. Jo. Ich sammel nur schnell noch ein paar ja. Ein paar Leute mit, ne? Wenn wir schon schön dabei sind, kann ich gleich mal ein paar Leute hier mitnehmen. Zack. Oh, her, her. Schön mitkommen alle. Wir brauchen so viele Leute, wie es geht. Auf der Seite haben wir jetzt oben zwar noch zwei, drei Stück, kann ich aber auf dem Rückweg gleich mitnehmen. Wir holen uns erstmal all die Dinger, die hier unten stehen. Weil hier unten stehen ja auch noch ordentlich welche. Ne? Zack. Hier ist auch nebenbei hin und wieder in der normalen Welt, sage ich jetzt mal, ein Event. Stehen hier normal immer welche? Ne, oben drauf, ne? Ich befürchte, oben drauf. Muss ich gleich mal gucken, dass ich oben drauf noch ein paar abhole. Genau, hier unten müssten, glaube ich, keine mehr sein. Aber hier oben drauf, glaube ich, sind noch einige. Auf den oberen Rängen. Man sieht das ja so schön, ne? Anhand, ich bleib mal kurz stehen. Anhand dieser Symbole hier, dieser Füße in Ketten Symbole. Ne, hier hinten die erweckten Soldaten. Zum Beispiel. Zack. Da haben wir nochmal zwei. Die wir zu unseren Armeen hinzuholen. Hier. Alle Gegner sind gerade mit dem Portal gestorben. Also brauche ich da noch nicht mal Angst haben, dass ich da irgendwie... Okay,
Okay. Kommt. Sammelt euch alle hier unten bei mir. Hm, witzig. Die haben sich hinterher geportet. Oh, da ist der Archon. Der Archon, sag ich schon. Der Truppmarschall. So, 20 Leute. Habe ich jetzt alle? Ja, draußen stehen noch ein, zwei. Aber das soll erstmal reichen. Truppmarschall. Sehr beeindruckend, Archon. Euer Ruf als Anführer und Stratege ist eindeutig wohlverdient. Ich habe die Verstärkungen der Geschmiedeten verlangsamt. Aber um sie endgültig ausschalten zu können, muss Balthasar dran glauben. Ein würdiges Ziel, eines, bei dem ich euch gerne helfen werde. Ihr könnt auf mich und meine Soldaten zählen. Versammelt eure Truppen und trefft mich außerhalb von Kodash. Sobald ich die gesamte Streitmacht Jokos befehlige, wird der verstoßene Gott fallen. Okay, die sind nicht mehr auf unserer Seite. Aber ich kann hier... Sokes, der Kommandeur ist wieder da. Können wir den Magenkram jetzt ablegen? Ich gebe es ja nicht gerne zu, aber so unangenehm Kashmirs Illusion auch ist, zu funktionieren scheint sie. Na gut. Wie wäre es, wenn ihr drei das nächste Mal die Erweckten spielt und ich euren Schargefangenen? Netter Versuch, Knuddel. Wehe, das geht nicht wieder ab. Fehlt nur noch ein Marschall Jokos. Sollen wir uns aufteilen und uns nach Feldmarschall Iranko erkundigen? Diesmal hat es geklappt. Formieren wir uns in der Nähe der Nekropole neu. Genau. Gut, trefft eure Gildenmitglieder im Lager des Feldmarschalls außerhalb. Jo, werden wir machen. Ja, wie gesagt, diesmal hat es geklappt. Ne? Lol. Gefallener erweckter Soldat. Interessant. Der befleckte Nachricht. Wenn ihr Zeit zum Trödeln und Lesen dieser Nachricht auf Leichen habt, dann seid ihr auch glorreichen Schmiedes. Zerstört diese ihre. Achso, ja. Okay. Alles klar. Wir müssen jetzt nach da unten. Palava Joko belohnt Opfer mit der Erweckung, sodass ihr euren Beitrag zur Gesellschaft frei von Bedürfnissen weiterhin leisten könnt. What the fuck? Lebende und Tote sind in der Nekropole vereint. Aus der ganzen Gegend werden Leichen hergebracht, damit sie konserviert und gerichtet werden können. Wer als würdig erachtet wird, erhält das Geschenk des ewigen Lebens und dient unserem großen Herrn. Gepriesen sei Joko. Ja, alles klar, Speerin. So. Ja, da unten ist unser eigentliches Ziel. Allerdings würde ich sagen, beende ich hier schon mal die Folge. Denn wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann morgen wieder ein, wenn wir dann versuchen, den anderen Feldmarschall wait. Da steht Lager des Feldmarschall. Sehe ich ja jetzt erst. Eigentlich heißt es ja Feld. Wie das Feld. Nicht Fell im Sinne von, ne, das Char-Fell. So. Aber okay. Wo war ich? Ach ja. In der nächsten Folge sehen wir dann das, den anderen Feldmarschall, der dann uns, ja, hoffentlich dienlich ist beim Kampf gegen Balthasar.
Also, dementsprechend, tschüss, ciao, euer Livers.